Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report, ja. Ich habe schnell alles Mögliche rausgesucht, was man so verschenken kann an Rezepten, alles Mögliche. Und ich hoffe, ich kann mir das jetzt alles merken, aber ich bin gute Dinge, ich habe es mir jetzt nicht extra aufgeschrieben. Aber ja, testen wir mal meine Gedächtnisse. Sind die jetzt alle weg? Das wäre echt beschissen, wenn die alle weg sind. Okay, nein, da stehen sie. Die waren nur noch nicht zurückgespawnt. Okay, ja, gehen wir jetzt erstmal zu Ork. Für den habe ich nämlich was dabei. Hallo Orks. Ich habe was für dich. Und zwar kriegt der diese Räucherfischrolle. 24. Dann habe ich für den Allbirds was. Schenken. Und zwar kriegt er diese scharfe Fischsuppe. Dann der Mintmark zu 7. Den cremigen Lachseintopf. Dann von. Da ist der Toby, der mag diese Fossilnachbildung. Ja, Ack ist cool, das weiß ich. Du kriegst eine Fossilnachbildung. Wow, 40! Oh mein Gott, wir haben voll viel Freundespunkte mit anderen bekommen. Okay, Ack ist nur weggelaufen. Okay, von denen habe ich. Okay, doch für die Emily habe ich ja noch die Kürbistorte, wovon ich gesehen habe, dass ich eh noch 4 hätte. Aber hier ist eine Kürbistorte. So, dann haben wir die Petra. Da haben wir Hundekacke. Petra, du kriegst von uns ebenfalls einen wunderschönen cremigen Lachseintopf. Und Merlin und Petra sind hochgegangen. So, dann haben wir hier die Phyllis. Die kriegt einen Talisman. Genauso, der hier kriegt noch. Der mag auch dieses scharfe Fischeintopfzeug. Gerne doch. Ich helfe euch doch gerne. So, dann haben wir noch den Mars. Für den haben wir die Handwerkerbox. Jetzt fehlt praktisch noch da. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, was wir noch alles haben. Also, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir auch schon. Molly und die andere Kuh fehlt, nee, der Ardit. Molly und Ardit. Molly und Ardit. Jetzt stehen die hier nicht rum. Jetzt mache ich nochmal eine Runde. Okay. Aber wir haben jetzt schon einige Freundschaften durch meine Gedanken bekommen. Molly und Ardit. Nee, die stehen hier nicht rum. Da müssen wir mal in der Stadt nach denen suchen. Bei Freundschaft wird ja hier auch ganz groß geschrieben. Wir können ja mal schauen, wie der andere Kampf ausging. Okay, Higgins hat gewonnen und. Ja, auf den haben wir auch gesetzt und jetzt wird der Russo gewinnen. Die Gegner werden schwerer, Leute. Die Gegner werden schwerer. So, hat der doch wieder einen Baden drin liegen? Nee. Schade. So, wir suchen den Ardit und die Molly. Die Molly könnte doch vielleicht in der Schule sein. Oder nein, da hier hinten ist sie. Molly, ich habe noch was für dich. Eine Mundharmonika. Hier ist eine Mundharmonika. Oh. Vielleicht war es die andere, aber hä, von dem Bild her sah das total aus wie die. Jetzt fehlt noch der Ardit. Vielleicht war es auch die, wo das mochte. Keine Ahnung. Es sah auf dem Bild irgendwie nach der aus. Keine Ahnung. Sorry, habe ich mich bei einem Geschenk vertan. Dann gehen wir einmal hoch zu diesem Baumschulenteil. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, weiter Weg, ich weiß. Wir haben wir wenigstens ein bisschen Kacke gesammelt und wir haben übelst die Freundschaften geschlossen. Das ist halt auch schon mal was, weil wir irgendwie übelst scheiße im Freundschaften schießen sind. So.
da steht irgendwer drin und der andere Heini war ja auf dem Fest, also kann es nur der Audit sein. Und ich muss noch ein bisschen meine SP verbrauchen, dass ich praktisch noch ein wunderschönes Level abbekomme. Vielleicht hacken wir tatsächlich noch ein bisschen Holz. Brauchen wir jetzt zwar nicht so nötig, aber irgendwann brauchen wir es. Holz kann man eigentlich nie genug haben. So, Adit, du kriegst auch noch einen Talisman. Hi. Talisman. Thank you so much. Das gefällt mir wirklich sehr. Wie sieht es aus mit diesen ganzen Leuten? Also ganz ehrlich, wir haben jetzt halt irgendwie so 3 so Level-Ups bekommen, aber bei mir halt auch nicht. Das nächste steigt die Ginger hoch, tatsächlich. Keine Ahnung. Morgen können wir nochmal alles Mögliche schenken. Also ich habe zwar jetzt nicht mehr alles, aber ja, geht schon. Ich fäll einfach mal diese ganze Baumschule hier weg, einfach um ein bisschen Holz zu ergattern. Und wir haben das Level-Up, was ich mir so lange gewünscht habe. Geil. Machen wir hier Kultivierung? Ne, das geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Ich glaube, wir sollten hier was nehmen. Verteidigung oder maximal KP. Ich würde fast sagen, wir nehmen mal Verteidigung. Keine Ahnung, Verteidigung, also dann können wir ein bisschen offensiver morgen antreten. Also ich wollte jetzt auf jeden Fall was von diesen Kampfsachen nehmen, weil ich mir gedacht habe, das bringt mir halt morgen am meisten bei diesem Fight. Wie gesagt, der Russo ist irgendwie Level 50 und das wird halt echt knapp werden. Oh cool, ich werde von Bienen angegriffen. Lustig. Das ist ja auch kein Dauerzustand. Und hier den Baum noch. Dann dürfte ich, glaube ich, schon fast nach Hause gehen, um meinen Töff-Töff zu bauen, weil ansonsten kommen wir nicht mehr heim. Obwohl es ja egal wäre, ob wir heimkommen oder nicht. So, Baumfeld. Ja, Holz sammeln wir jetzt mal ein bisschen genug. Also keine Ahnung, wir brauchen halt übelst viel Holz, auch deswegen können froh sein über jedes Holz, was wir halt haben. Können wir anfangen, so Eisenholzplatten zu machen, die brauchen wir jetzt dann auch. Und Seile müssen wir mal anfangen zu machen. Ich dachte, ich höre schon wieder Bienen. Den mache ich noch und dann gehe ich heim. Weil die bringen so schön viel Erfahrung und Material. Also umso kleiner sie sind, umso mehr normales Holz bringen sie und umso größer sie sind, umso mehr specialmäßiges Zeug geben sie. Was ist denn das für ein abgestorbener Baum? Kann man den fällen? Irgendwie glaube ich, der ist tot. Vielleicht kriegen wir irgendwas Besonderes. Hartholz, Eisenholz, ne. So, den Rest in der Baumschule lassen wir die mal. Keine Ahnung, ich habe da ein bisschen ein schlechtes Gewissen, hier seine halbe Baumschule auseinanderzunehmen. Ah, hier ist Bushaltestelle. Ich habe jetzt keinen Bock, den Weg da runter zu gehen. So, einmal nach Hause. 12 Minuten fahren wir da durch die Gegend. Oh mein Gott. Wir werden auch dann zu der anderen Töff-Töff-Station dahinter fahren, weil ich keinen Bock habe, an diesem Festival da nochmal vorbeizukommen. Ja, aber morgen werden wir, wie gesagt, den ganzen Tag wahrscheinlich auf diesem Festival rumhocken und nichts tun. Könnte ich mir so vorstellen. Ah, so ein Passagier, der nichts kann. Post von dem Festival, wer gewonnen hat. Zweimal richtig. Ha, behalten. Und ich, die Gewürzensteaks morgen, die waren so wirklich, also, das ist ein bisschen unnütz. Kampfkunst, hier, Ende. Ja, wir haben heute auch mitgekämpft. Ganz harter Kampf hatten wir. Gegen Allbird. So, du hast noch 12. Machen wir dich mal voll. Jetzt haben wir genau 50. Perfekt. Ich wollte hier ja mal die anderen Dinger machen. Diese... Was sind sie? Nee, die wollte ich nicht machen. Ich wollte so Eisenholz ziehen, genau. Ich mach da einfach mal 21, wenn das geht. Mach das einfach mal. Das ist, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Ja. Dann klatsche ich jetzt erstmal die Bretter dahin.
Dann brauchen wir noch ein paar Bronzeplatten. Ein paar von den Dingern. Können wir mal hier die Dünger nochmal loswerden. Stätigen. So. Dann Inventar. Oh, ich glaube, wir bräuchten 4 von diesen Platten. Einmal die Dinger und... Ich mach mal unser Inventar der. Ja, ich beantrage nochmal 2 von den Brettern da. Boah, warum habe ich da nicht mitgedacht? Ich bin doof. Ihr seht, unsere Bronzebahnen, die gehen uns aus. Ja, und ich will mal sagen, ich suche uns den Faserstoff raus und räume meine Sachen weg. Bis dahin. Tschüss.